Mönche sitzen hier alle. Ich habe aktuell noch die Sorge, mit den Mönchen zu reden, ehe wir nicht wirklich ganz sicher bereit sind. Wir werden erstmal alles einnehmen, was wir einnehmen können, warten, bis der Regen vorbei ist. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich sehe den Bauernhof hin, der bestellt wurde. So hohe Steuern habe ich mein Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Und wir brauchen auf jeden Fall den ganzen Platz, damit wir in der Lage sind, kommt ja ausreichend Holz zusammenzukriegen. Da muss immer gehackt werden, das ganze Zeug. Nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Wenn wir schon davon reden. Lichtung und habe Holz gefällt. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Oh, wir dürfen nicht vergessen, Sägewerke kriegen diese komischen Bäume herangedrückt. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja. Ist in Ordnung. Die Eisenminen da oben wollen wir haben. Natürlich. Ja. Wird erledigt. Sofort. So, nochmal speichern, dann gehen wir mit den Mönchen reden. Wir haben nicht so viel Holz. Das ist die einzige Sorge, die ich aktuell habe. Eure Siedler werden gesegnet. Wir erwägen gerade, wie gesagt, eine Holzecke aufzubauen. Kann ich jetzt feiern. Aber die funktionieren immer nur mäßig gut. Willkommen in unserem bescheidenen Runde, Herr Ritter. Ja, hallo. Nun, ich habe mich gefragt, ob ihr etwas über die Angriffe wisst, die eindeutig euch gelten. Genau, darüber wollte ich mit euch sprechen. Es ist nämlich so, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, was da so mit den Ordensrittern abgeht. Nö, das ist nicht euer Ernst. Leider doch. Nun, vielleicht fragt ihr mal meine Brüder. Die wissen ganz bestimmt mehr. Und ich dachte, nur Politiker wären so. Rainer Bierbrauer zu Brennstein. Welche Informationen? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Tut mir leid. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Gute Arbeit. Jawohl. Mach weg das Mistvieh. Es ist Zahltag. Okay, kein Problem. Können wir machen. So, Auftrag. Okay. Gut. Hier, ja. Baut das. Gruppe 9. Ihr habt das gebaut, sehr gut. Eigentlich wir schauen halt gerade, wo der beste Punkt ist für unsere Sägewerke. Wir setzen eins nach dahin. Die Bäume werden später weggehackt. Dann setzen wir eins nach dahin. Ja, ist gut. Und eines nach dahin. Warum setzen wir drei? Weil Sägewerke unglaublich nutzlos sind und wir dementsprechend so viele brauchen, wie wir kriegen können. Kein Problem. Ja. Ihr vier, ihr habt euch schon abgesondert, ihr geht helfen. Eure Siedler werden gesegnet. Zum Eisen geht, wir können hier zur Not noch ein paar Schmieden hinsetzen. Ja. So denke ich mir. Ja, diese ganze Bude oben ist weg. Gruppe 8. Wisst ihr was? Hackt den Blinden und Dornen frei. Und Gruppe 7 ebenfalls. Ich habe damit nämlich nichts. Ihr baut ja allerdings. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe
Holz gefällt. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung und habe Holz gefällt. Die Metallurgie ist erforscht. Und dann haben wir den... Die Alchemisten sind gerade auch unterwegs auf dem Betting. Das bedeutet, jetzt ist der beste Außenzeitpunkt zum Ausbauen. Die Schmiede braucht noch ein bisschen. Ach, was scheiß drauf. So. Wir haben jetzt hier gerade kein Problem mit veredelbarem Zeug. Deine gehen auf. Sehr gut. Chemie wollen wir, damit wir die Stollen besser noch ausbauen können, noch mehr zu kriegen. Ihr spielt mir mein Gefühl, nicht wahr? Na gut, hier kommt noch sowas hin. Und sowas. Ausbau fertig. Machen wir direkt eine Zitadelle draus. Einfach damit sie das Gebäude besser wegtanken kann. Und hier hinten ist Trauerweide Nummer 2. Nein, Nummer 3. Dann haben wir hier Nummer 4. Und dann finden sie noch 3. Jawohl. Sieht her. Das Gebäude ist ausgebaut. Scharf, scharf. Für euch doch immer. Okay, das hier ist tot. Sofort. Sehr gut. So soll es sein. Geht Ausbau hier in Position. Gruppe 8. Und dann? Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Das. Dachchef. Und dann? Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Wer hat mit diesen komischen Bäumen da hinten los? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Na, so. Gut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Und dann müsste das hoffentlich alles funktionieren. Vielleicht werden 4 Sägemühlen ein bisschen was veredelt kriegen. Da hat es geblinkt. Das war ein Lagerfeuer, okay. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Jupp. Das Gebäude ist ausgebaut. Ausbauen. Fertig. Ausbauen. Ja, wir arbeiten direkt mit Sägewerken. Wir befassen uns gar nicht mit sowas wie Substandard. Von da oben. So. Jupp. Na gut. Ja, ja. Wir wissen, dass wir sowieso einfach wieder enttäuschend arbeiten werden. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Leute. Ja, 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 ja. Kein Problem. Gruppe 0. Das. Aber gern. Geh hier unten das da abbauen. Ausbau abgeschlossen. Eure Siedler werden gesegnet. Das war zu früh. Egal. Jetzt ich Gruppe 8. Da, dass hier eine Verwechslung die Steine da unten. Gruppe 7. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich glaube ja, hoppla, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Da haben wir das 5. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Könnt ihr nicht einmal an fehlen noch 2. Rumgeschubse? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern... Hier oben gibt es sehr viel Holz, das gehackt werden kann. Lichtung. Und habe Holz gefällt. Es ist Zahltag. Fehlen wirklich nur noch 2. Wir wollten die Chemie erforschen. Ja, wir passen. So. Dann gebe uns die besten Rüstung für alles, was unsere Truppen angeht. Damit die vernünftig arbeiten können. Zahltag ist gewesen. Gebetet werden kann. Empfangen den Segen durch die Priester.
Kanönchen sind eine Option. Wie sieht es mit Wetterwechsel und sowas aus? Gar kein Problem. Die Steuern sind untragbar hoch. Veredelt erstmal ein bisschen weiter. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache so. Das schon. Der Baum ist komplett weg. Den habt ihr auch komplett weggesenzt. Geht hier oben holzen. Ja. Das stört ihr uns im besten Fall nicht. Ich zeige euch. Und es gibt sehr viel Holz. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Es ist für den Anfang so, finde ich, immer besser, das Holz wegzuhacken, das nicht zu nah bei einem selbst ist. Sollte man niemals in die Defensive gezwungen werden, hat man zum einen die Holzreserven von außen und man ist nicht darauf angewiesen, sein eigenes Holz zu... Ich zeige euch den Weg. Das ist Wucher. Man hat halt noch Holznachschub. Senkt die Steuern. Weil man sein eigenes Holz bei sich noch nicht abgeholzt hat. Deswegen beutet man immer zuerst die Ressourcen anderer Menschen aus. Niemals seine eigenen. Gerade eben hatte ich ein bisschen Ausschau. Seht durch mein Fernglas. Nach eventuell weiteren Trauerweiden. In die Ferne. Eure wir müssen nur noch zwei Stück finden. Die Bewohner der Stadt. Burg. Und das ist eine relevante Situation das hier. Das Gebäude ist ausgebaut. Burg. Sicher das? Nach dahin. Sieht können wir eigentlich im Auftragsbuch sehen, wie viele wir gemacht haben? Nein. Ich zeige euch den Weg. Da oben könnte noch was drin sein. Gerne. Mit Vergnügen. Eureka! Ja. Chemie ist durchgeforscht, es fehlt nur noch der gezogene Lauf. Den wir auch für so leisten können, gar Feinde kein Problem. Haben einen Arbeiter attackiert. Leute, das werde ich euch heimzahlen. Die grausamste Art und Weise, die mir einfallen wird. Mit Kanonen. So, jetzt heißt es aber auch, wir können so ganzen Minen erstmal ausbauen. Was wir natürlich sofort umgehend machen. Das ganze Material so schnell es geht zusammengeprügelt kriegen. Hier unten haben wir Zugriff auf noch mehr Eisen. Aber um Eisen mache ich mir gerade keine Gedanken. Warum ich mir Gedanken mache, ist dieser Blindenhund da hinten. Der so unfreundlicherweise steht. Fertig. Eure Arbeiter empfangen den. Und darum, dass wir genug Eisen zusammenkriegen. Wir sollten auf jeden Fall noch ein paar mehr Schmieden bauen. Wird erledigt. So geht's wieder den ganzen Weg hier rüber. Das Gebäude. Setzt uns da zwei weitere Schmieden hin. Sofort. Oder drei. Was soll der Geiz? Ausbau vollbereitet. Lehm fehlt. Ihr da. Lehm. Natürlich. Gruppe 9. Ausbau vollbereitet. Gut, ich wollte es eigentlich nicht tun müssen. Aber es scheint mir das einzig Vernünftige jetzt gerade zu sein. Hier wollte ich eigentlich noch einen Bau dahinter setzen, wenn nötig. Wir haben ganz genau 4 Plätze hier. Das reicht für eine Stufe. Ja, wisst ihr was? Jetzt wäre es so. Aber gern. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. So können wir das Zeug besser brennen. Kostet noch Leben, was soll's. Macht es. Tut, was nötig ist. Wir müssen Baumaterial bekommen. Sieht her. Ich bin fertig. Und wir müssen natürlich noch die richtigen Trauweiden finden. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen.
mit Zunge auf. Die Uni kann theoretisch uns eingerissen werden, wenn wir wollen. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Das ist Wucher! Unverschämtheit! Senkt die Steuern! Wir wissen das. Das ist vollkommen in Ordnung. Ach, an den kommen wir gar nicht dran. Nur der klemmt einfach außerhalb der Reichweite, die man nutzen kann. Fertig. Bau noch dahin. Wird erledigt. Wohnhaus noch dahin. Geh nach deinem Reich. Bau das mal hier aus. Baut mehr Bauernhöfe. Bau das mal die Versorgung hier. Eure Siedler versorgen zu können. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie. So, wir werden zwei Plätze irgendwo freiräumen müssen. Ein Ausbau hier wird dabei helfen. Wahrscheinlich wird es am vernünftigsten, dann die Sachen hier auszubauen. Und so. Die Steuern sind untragbar hoch. Aber wer weiß, vielleicht veredeln die ja diesmal sogar was. Ich glaub nicht dran. Fertig, Meister. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, so, um all eure Siedler versorgen zu können. Ausbau vollbracht. Nun gut, Quicksave, reden wir demnächst. Ah, nein. So. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Erstmal wieder aus dem Bildschirm rausgeklickt, aus Versehen. Fröhlich verarmt, okay. Mann, bin ich stolz. Ich habe heute meinen ersten Pullover fertig gestrickt. Ihr seid wirklich nutzlos. Wollt ihr einen kleinen Tipp? Schaut, hier ist einer der Bäume, die ihr für die Brüder finden sollt, die der alten Omi einen Gefallen tun wollen. Hier ist er. Da wollte ich gerade nachschauen, tatsächlich. Oh, Schwindel, okay. Seid ihr nicht auch der Meinung, dass manche Regeln der Kirche totaler Quatsch sind? Was für Information? Hä? Was soll das bedeuten? Zahltag. All eure, ihr seid schlecht in eurem Job, das soll das bedeuten. Aber, es gibt noch, aber gut, dann ist tatsächlich der Vorletzte da. Ja. Ja! Seid ihr noch so hoch? Das ist, seid ihr noch ganz bei Trost? Das ist, seid ihr noch ganz bei Trost? Euch fehlt's hier, ja, okay. Gut, zur Kenntnis genommen. Ausbauen. So hohe Steuern. Bauer. Seid ihr noch ganz Schmied. So hohe Bauer. Okay, Hunger gibt's nur hier. Das ist Ausbeutung. Das kriegen wir gerade in den Griff. Daran arbeiten wir immerhin. So hohe. Seid ihr noch so hoch? Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind unten. Ja, was soll's. So. Es gibt zu wenig Betten. Bauen wir einfach ein reguläres kleines Wohnhaus irgendwo hier hin. Das zu beheben. Nach dahin. Das ist einfacher. Sieht besser aus. Ich zeige euch den Weg. Okay, dann haben wir den vorletzten Baum da oben. Für euch, David hat sich ein bisschen schon vermutet hatten. Dann fehlt noch einer. Ich zeige euch den Weg. Es gibt nicht genug zu essen. Fertig. Ausbauen. Und Hunger wird es durch nicht regeln lassen. Noch, das ist so, ihr zieht so hohe Steuern, habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Die Mühle wird das nicht lösen. Weil es sind noch 4 Leute draufkommen. Wir werden noch einen weiteren Bauernhof brauchen, fürchte ich. Oh, dann setzen wir einfach einen Bauernhof nach hier hinten hin oder nach hier vorne hin. Dann wird das schon. Zahltag. Wird schon alles irgendwie gehen. Wir können auch einfach einen nach hier hinsetzen. Dann würde die Straße zu sehr überdecken. Dann aber wirklich. Ausbau ja. Vollbracht. Machen wir das so.
All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen. Eure Beten. Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Schaut in die Ferne. Ich zeige euch den... Vielleicht geben uns die Brüder auch das Wissen darüber, wie man Türme baut. So oder so, glaube ich, ist es eine gute Wahl, die so schnell wie möglich zu regeln. Da! Komplett übersehen. Gruppe 9. Und dann haben da. Wir den allen übersehen. Damit haben wir alle. Und der... Was Gruppe 0 sich um die Sachen hier gekümmert hat. Was Gruppe 0 jetzt getan hat. Da oben hin. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch... So hohe Steuern habe ich mein Lebtag noch nicht zahlen müssen. Ihr könnt mich mal hier hinten ein großes Wohnhaus und hört auf. Oh, tatsächlich haben wir jetzt gerade 400 veredeltes Holz. 400, sage und schreibe. Eure Arbeiter wird angegriffen. So, geht schneller. Gruppe 0, hoch da. Och nö. Sicher das? Geht da hoch, tut das, kümmert aber euch drum. Sicher doch. Reitschwerter. Die bleiben grob schmieden. Kein Grund, die weiter auszubauen. Schießpulver. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Eure Priester segnen die Bewohner. Gut. Jetzt haben wir auch guten Zugriff auf Reiter, würde ich sagen. Wir bauen hier dann noch kurz mal diese Burg zur Zitadelle aus. Kanonengießer haben wir Zugriff drauf. Ihr verfügt nun über das Wissen. Dementsprechend über eine würde ich sagen, man baut mir einen Gießer nach hier hin. Baut ihn auch zur Manufaktur. Problem. Würde hier oben auch noch einsetzen wollen, aber das wäre, glaube ich, Verschwendung, weil wir hier einfach einen hinsetzen können. Der Baum ist weg. Gut. Wenn der Baum da weg ist, müssen wir Meldung kriegen. Ja, ihr habt alle Bäume gefunden. Nun liefert das gefallene gefundene Holz ab. Abgebaut. Sehr gut. Setzt hier oben noch eine Gießerei hin. Fertig, Meister. Die Gießereien müssten uns ermöglichen, von unten da drauf zu schießen, auf deren komischen Schwachsinn, den die da aufstellen, um uns zu ärgern. Und die auf diese Art und Weise zu neutralisieren. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Schießpulver ist gemacht, glühende Geschosse. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Natürlich. Das mit den Kanonen hat sich möglicherweise gerade selbst geregelt. Bronzekanonen haben vielleicht immer noch eine Chance, Ballistertürme zu outrangen, wenn sie von unten schießen. Und vielleicht kommen sie da dran, aber im Endeffekt, wenn wir... Diese Runde sehr, sehr fernkampfschwach sein. Naja, Reiter werden es regeln müssen. Forschung abgeschlossen. Im Zweifel schwere Kavallerie. So, Mönch. Dr. Med Sebastian Schlachter, oh. Lass mich in Ruhe. Gestern ist meine Katze gestorben. Der Tag der Abrechnung. Okay, das tut mir leid, das kann ich verstehen. Sold werden gezahlt. Unixmos. Ich kann euch für 3 Taler zwei der Bäume markieren, die ihr finden sollt. Baut mehr. Ah, und was für ein Schwachsinn wollt ihr mir auftischen? Niemand noch gescheit. Eigentlich kein. Ich weiß, meine Brüder können sich von Zeit zu Zeit etwas seltsam verhalten. Vor allem, wenn gerade ein Fremder zu Besuch ist. Nun aber zum Thema. Ich weiß tatsächlich über die Angriffe und auch wer dahinter steckt. Der Mörder Darius hat sich nach erledigter Arbeit zu den Ordensrittern begeben. Und dort hat er behauptet, wir hätten den Mord an Darius schon lange geplant. Die Ritter reiten sich das ganze Land und verwüsten dieses. Nur in dem Glauben, König Darius zu rächen. Dabei wissen sie nicht, dass sie auf den Falschen losgehen. Wir haben schon längst jemanden geschickt, der dieses Problem regeln soll. Tja, sie haben ihm nicht geglaubt. Oh. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis die Ritter unsere kleine Gemeinde erreicht haben. Und dann ist Schicht im Schacht.
Wenn ihr doch mit euren tapferen Mannen... Ja, wird erledigt. Beschützt das Kloster. Herr, man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Okay. Eure Siedler Auftrag. Gesegnet. So, König Dario wurde ermordet. Sein Mörder läuft immer frei rum, genau. Okay, beschützt das Kloster. Nichts Besonderes hier. Wir können auf jeden Fall zu den Kollegen zurückkehren. So. Und die Reiter werden ausgepackt, falls ein Gegenangriff nötig sein sollte. Geht hier unten mal mithelfen. Wenn es denn sein muss. Formieren! So soll es sein. Wir erledigen das. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir haben hier Lebaden und dann müsst ihr in der Lage sein, die Reiterei zu bereinigen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Überall ist alles soweit erstmal abgesichert. Wird gemacht. Mit 3 Trupps, keinen Verteidigungstürmen, weil wir keine haben dürfen. Und falls wir irgendwo schnell agieren müssen, können wir einfach unsere Sachen tun. Kein Problem. Des Weiteren sollten wir eine Burg beim Kloster aufstellen. Und wisst ihr was? Scheiß drauf. Braucht mir diese Bronzekanone. Diesen Ballisterturm, den nehme ich persönlich und ich möchte, dass er stirbt. Und auch hier eine Bronzekanone. Und eine Wettervorhersage. Gebet und wer hungert? Unverschämtheit! Senkt die Steuern! Na gut. Wobei, nein, wisst ihr was? Egal. Baut hier einfach einmal aus, dann wird das schon gehen. Ja. Und setzt uns hier eine Burg an den Eingang, in der Lage ist, den ganzen Schwachsinn aufzufangen. So. Ihr habt eine neue Wahrscheinlich kriegen wir gleich die Turmtechnologie. Ah, übrigens, hier. Wie schade, ihr habt eine der zwei Böhmen schon gefällt. Ich kann euch keine Markierung setzen. Ist bereits getan gewesen. Wir sind einfach vier parallelen Universen voraus. Dafür sind wir genau die so. Das Gebäude ist ausgebaut. Jawohl. Wir kümmern uns darum. Das Gebäude ist ausgebaut. Wir dürfen also nicht vergessen, wir können Diebe rekrutieren. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Nur Mut! Wir werden Du kommst ziehen. Da dran. Wir kümmern uns darum. Ich habe vollstes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Aber sicher doch. Wird gemacht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Für Ruhm und Ehre. Verteidigt euch. Wenn du einen Schritt zurückgehst. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Angriff! Ist jetzt außerhalb der Reichweite vielleicht? Warum bist du so, wie du bist? Ist mir Befehl. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Für Ruhm und Ehre. Nur Mut. Wir werden siegen. Seid unbesorgt. Ich tue mein Bestes. Auf in den Kampf. Ja. Du hast die Reichweite. Du hast bewiesen, dass du es kannst. Unbesorgt. Position halten. Attacke in Ordnung. Bis in den Tod. Gern. Attacke. Stopp. Nur Mut. Wir werden siegen. Wir bleiben hier. Bis in den Tod. Wir bleiben hier. Angriff. Nur Mut. Wir werden siegen. Stopp. Das Gebäude so. Ist ausgebaut. Wir müssen immer wieder verbieten, nach vorne zu rücken. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Nur Mut. Wir werden siegen. Ergreift sie. Denn wenn wir es erlauben, nach vorne zu rücken, bringt er sich selbst um, nicht wahr? Ah ne, jetzt schießt er einfach. Wer sollte?
Okay, wir haben den richtigen Winkel gefunden. Dieser Ballisteturm wird uns nimmermehr ärgern. Reiter sind auf dem Weg. Der Tag der Abrechnung. Nein, Kunchi! Und Sold werden gezahlt. Feinde greifen euch an. Ja. Ich glaube ja. Nun, Gruppe 7. Wann nennt ihr euch? Ihr seid entlassen. Eigentlich wir bilden euch hinaus, wenn es soweit ist. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er. Dachchef, könnt ihr nicht einmal einen anderen Guten Bild Tag. Mit eurem Rumgeschubse? So, wir können ihnen dann schon mal Bescheid geben, dass wir Sachen gemacht haben. Ihr werdet angegriffen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Der Drecksturm ist weg. Dafür nimmermehr wird er unsere unschuldigen Leibeigenen abschlachten.